present the Masters of the Universe! Yeah! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Festwoche! Vielen Dank! Zur neuen Festwoche! Und vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich glaube, Ihnen allen geht es wie uns. Der Fußball beschert uns Emotionen, die wir sonst nirgends geboten bekommen. Und es war das absolute, es ist unbeschreiblich, dieses Finale am Samstag. Schalke 04, unser Verein, dem wir, ja, viele Fans von Schalke heute Abend hier, die nicht den Weg nach Holland gegangen sind, um dort in Anspruch zu nehmen, was jetzt legal erlaubt ist. Nein, sie kämpfen weiter. Und Schalke, das muss man sich vorstellen, war für 4 Minuten deutscher Meister. Und wir finden, das reicht. Ich meine, es war unglaublich, oder? Wenn Sie es gesehen haben, wie die Tore aufgemacht wurden für dieses sportliche Begrüßungsgeld. Und dann stürmten alle schon auf den Platz und oben lief noch das Spiel in Hamburg. Und das war ein furchtbarer Tag auch für die Schalker Spieler. Oder erst die Meisterschaft noch mal verlieren, dann in Tränen ausbrechen und dann auch noch von Möllemann umarmt werden. Kennt der Fußballgott denn keine Gnade? Aber wir sagen danke, Bild, für die tolle Schlagzeile am Montag. Schalke ist der Meister der Herzen. Es ist so, wie wenn ein Mann den Satz hört, mit dir kann man so toll reden. Und dann, wieder mal das Verdienst war Oli Kahn, oder? Er hat nochmal die Spieler nach vorne getrieben, hat gesagt, gebt nicht auf. Und Patrick Andersen, der noch nie ein Tor geschossen hat für die Bayern, dann in allerletzter Sekunde, und das haben die Bayern einfach von Franz gelernt, kurz vor Schluss noch einen reintun. Das macht ihm keiner nach. Baff! Wir wollen nicht vergessen. Wir wollen nicht vergessen, meine Damen und Herren, viele werden sich vielleicht noch erinnern, wenn ich den Namen nenne, Hans-Hubert Vogt. Berti. Berti wurde in diesen Jubel hinein, nicht gefeuert, aber man hat sich von ihm als Freund getrennt. Er geht in einem Interview souverän damit um, er sagt, man konnte nicht erwarten, dass man Meister wird, das ist klar. Mit ihm an der Spitze wollte der Verein seinen Spielern zunächst mal eine Auszeit gönnen. Sie sind jetzt in der Champions League Qualifikation, das bedeutet, glaube ich, 41 Spiele nachmittags um 1 gegen Üşgülübrü Nuguhurslum. Und dann endlich ab in den verdienten Urlaub. Und Berti Vogt ist für uns, meine Damen und Herren, der Trainer der Herzen. Ja, er war nie von diesem Leistungsdruck angefressen, den viele, viele andere sich leider zu eigen gemacht haben. Und viele haben gesagt, es ist eine Überraschung. Nicht, dass Leverkusen Berti gefeuert hat, sondern erst jetzt. Litti, Rolf, auch noch gleich mit. Und wer kommt jetzt? Toppi, nicht verwechseln mit Töppi. Töppi und Toppi. Und Toppi tritt in die Fußstapfen von Rudi Völler. Das merken Sie daran, er hat auch schon die alten Haare auf. Ein Feuerwerk der guten Laune gleich zum Beispiel. Meine Gäste heute, meine Damen und Herren. Mein erster Gast ist frisch gebackener deutscher Meister. Eine echte Sensation. Sein Verein, der SC Magdeburg, wurde am vergangenen Sonntag zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Heute Abend bei uns Stefan Kretschmer. Mein zweiter Gast ist heute Abend zum 11. Mal bei uns. Er braucht dringend Geld, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass er zwischen diversen Sylt-Urlauben und Golfturnieren heute Abend bei uns vorbeischaut. Comedy-Nachwuchstalent Mike Krüger! Dann haben Sie das heute Morgen gesehen, meine Damen und Herren, auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Unser Freund Wolfgang Lippi Lippert. Sexsüchtig. Sexsüchtig. Er hat gesagt, er war mit über 200 Frauen im Bett. Mit mehr als 3 davon hat er auch geschlafen. Schauen Sie das an.
Lippi kann nichts dafür. Wir sollten ihm helfen. Er sagt, wenn ich eine Blondine sehe, wird meine Hose zum Zirkuszelt. Und das ist demnächst auch in Ihrer Stadt der Zirkus Lippi. Eine Stange, keine Tiere. Oder? Sexsüchtig. Sexsüchtig. Als Fan von Fürstin Gloria wäre ich fast geneigt zu sagen, der Ossi schnackselt noch schlimmer als die Afrikaner. Über 200 Frauen. Viele Frauen sind natürlich überrascht. Es war wirklich Lippi, was sie da gespürt haben. Viele dachten, es war noch immer die Zange aus dem Baumarkt. Und dann, es war ein Fernsehwochenende, wo man sagt, das gibt es nur einmal im Jahr, eine solche Häufung. 1 Million bei unserem Freund Günther Jauch, eine Hausfrau aus Gottmadingen. Fast schon am Bodensee. 1 Million, wusste alles. Und als ich die Schlagzeile gelesen habe, Hausfrau gewinnt 1 Million, dachte ich, neuer TV-Vertrag für Ulla Kockenbrink. Nein, nein, bei Günther alles gewusst. Sie wusste sogar, das war die Millionenwaage, und Sie werden es gesehen haben, sie wusste sogar, wie heißt das Zwillingspaar der Bee Gees? Das wissen nicht mal die Bee Gees selbst mehr. Alles gewusst. Und man sagt Günther Jauch. Und Herrn Jauch kam dabei zugute, glaube ich, dass er auch Sportsendungen moderiert. Oder? Zum Beispiel, wie er zu ihr gesagt hat, vielleicht hören Sie besser auf. Nehmen Sie das Geld und hören Sie auf. Diese Sätze brauchen natürlich auch im Gespräch mit Berti Vogts. Landsleute heute Abend von mir hier aus Stuttgart? Ja? Stuttgarter? Aus Stuttgart selber. Die Umfrage gelesen unter 2800 Männern. Stuttgarter haben den kürzesten Penis. Ja. Der Stuttgarter Penis, oder wie wir in Stuttgart sagen, Skmächtle. Im Schnitt 15,6 cm lang, der Stuttgarter Penis. Natürlich haben die Stuttgarter den kürzesten, deswegen wird dort auch Porsche gebaut. Mich hat es überrascht. Mich hat es überrascht, 15,6 cm. Ich habe mir heute Mittag ein T-Shirt drucken lassen, ich bin 2 Stuttgarter. Als ob es darauf ankäme, oder? Wer hat den längsten in Deutschland? Unsere Freunde in Dresden haben den längsten. Stört das nicht beim Lenken im Trabi? Der FC Schalke 04, meine Damen und Herren, der Meister der Herzen. Und ich finde, lassen Sie noch einmal verführen in diesen Rausch der Gefühle vom vergangenen Wochenende. FC Schalke 04, unser 4-Minuten-Meister. Thank you.
Liebling im Monat Mai. Jetzt auch schon wieder auf dem Markt. Ich glaube, dass Berti Vogt zunächst mal vielleicht Urlaub macht und sich dann einem neuen Verein widmet, vielleicht im Ausland. Und eine Frage war an diesem Wochenende sehr, sehr häufig zu hören, nämlich: Was macht eigentlich der Fußballgott? Ja. Gibt es ein... Übrigens, was war ich gestern Abend los? Das gehört jetzt nicht her, aber ich muss es losbringen, weil es mich vollkommen aus dem Rhythmus gebracht hat. Was war ich gestern Abend los mit süddeutsche-online.de? Nicht erschienen. Bin nicht reingekommen. Zum zweiten Mal schon. Nicht erschienen oder nicht reingekommen? Sie ist nicht erschienen. Sonst würde man noch reinkommen. Sie haben es jetzt sowieso so aktualisiert, dass man jede Seite nochmal neu aktualisieren muss, um die aktuelle Tagesseite zu kriegen. Man ist rein. Man ist auf die Homepage gekommen, aber nicht auf die aktuelle Ausgabe. Ja, nicht auf die aktuelle Ausgabe der Zeit. Ich sitze um 21:30 Uhr da, will die aktuelle Ausgabe der Süddeutschen von heute lesen, online. Nichts. Denke mir, gut, okay, warte. Gehe um 22:30 Uhr nochmal rein, nichts. Gehe zur Taz rein, Taz war schon drin. Ja. Wieder nichts. Klicke rum, versuche sie über andere Wege irgendwie, nichts passiert. Gehe um 00:30 Uhr nachts nochmal rein, weil ich muss wissen, was heute die Schlagzeilen sind. Ja. Bild war schon draußen, ich gelesen mit Sexsucht Lippi und alles drin. Und wieder keine Süddeutsche. Zum zweiten Mal. Warum ist das so? Hast du angerufen? Weißt du das? Nein. Das bringt mich völlig durcheinander. Kannst du das verstehen? Es wirkt vielleicht irgendwie irritierend oder was. Aber wenn ich nicht um 22:30 Uhr abends, das ist total ab 20.45 Uhr, ist die Süddeutsche normalerweise online zu lesen. Ja. Warum war das nicht? Können wir das klären? Ja, bestimmt. Können wir das wissen? Es war das zweite Mal hintereinander. Ist da kein Interesse mehr da? Ist man schon Meister? Ist man im Meistertaumel? Will man es nicht mehr? Das habe ich völlig durcheinander gebracht. Ja? Die hatten Probleme halt. Ja, aber welche? Welche? Und dazu noch die Tränen von Rudi Assauer. Mal ganz ehrlich, wie fanden Sie die Tränen von Rudi Assauer? Mich hat's enttäuscht. Bitte? Ehrlich. Sie waren ehrlich, aber trotzdem, mich hat's enttäuscht. Denn ich riskiere jetzt etwas. Ein echter Mann weint nicht. Das ist dieses, weißt du, sich von Frauen in den Griff kriegen lassen, ja? Dieses Montessori- und Waldorf-mäßige, ja? Zeige deine Gefühle. No! Was sagst du dazu? Du hast noch nie geweint? Doch, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich finde, es ist eine Frage von Disziplin, von stiff upper lip, von Fasson bewahren. Du willst auch in der Öffentlichkeit weinen? Natürlich tust du doch alles, um fotografiert zu werden. Beckenbauer in der Öffentlichkeit geweint? Nie. Muss sich jetzt von Hilfspräsident Scherer umarmen lassen in Frankfurt. Aber man hat gemerkt, es war im Körperlichen in Hamburg ein bisschen zu nah. Ich finde, Rudi hat viel von seinem Macho-Image für mich verloren. Seine Lebensgefährtin Simone Tomalla hat heute auch im Bild gesagt, man kommt zurzeit nicht an ihn ran. Er hat diese Traurigkeit in den Augen. Er hat diese Traurigkeit in den Augen, aber das ist irgendwie für mich enttäuschend. Und ich habe gelesen, Lothar Matthäus, meine Damen und Herren, das ist eine interessante Sache. Lothar Matthäus hat uns heute im Bild eingestimmt, wir haben lange nichts von ihm gehört, auf das Finale morgen. Sind, glaube ich, 15 Treppen runter, 10 Meter geradeaus, 4 Treppen hoch, dann ist man auf dem Rasen des Stadions Giuseppe Meazza, das früher San Siro hieß. Und Lothar Matthäus sagt, vor einem Champions-League-Finale, vor einem Finale überhaupt, er war 10-mal im Finale in seiner Karriere, ja, vor einem Finale ist man als Spieler so mit den Nerven blank und man ist so irritiert, dass man den ganzen Tag am Handy hängt und hinterher nicht mehr weiß, was man geredet hat. Hast du gelesen? Nee, also... Warum denn nicht? Aber ich lese doch nicht, was Lothar Matthäus schreibt. Wieso? Ja, das finde ich also nur wirklich komplett uninteressant. Bin ich anders. Lothar ist meine Generation. Zehnmal im Endspiel, 90 Effe, was Effe? Ich Effe, das ist eine Serie. Ich effe, du Jane. Ja. Von wem war der? War von Rücken. Ja, oder? Ich effe, du Jane. War heute Morgen. Ich effe. Und Effe sagt, Martina, gib mir die Kraft. Ja. Aber nur ihm. Und sowas kann Beckenbauer mit einem dreifachen Familienvater nicht machen. Effe? Ja, ja. Es gab aber Spielerfrauen, die haben dem halben Verein Kraft gegeben. You know what I'm talking about! Als FC-Fan? Ja, als FC-Fan? Als FC-Fan. Ach so, echt? Diskretion ist mein Mittelname. Ja, aber wir haben uns nach diesem Fußballwochenende gefragt, und dann hat dieser Satz immer wieder gehört, gibt es einen Fußballgott? War er auf Schalke? Wo war er? Ja? Und die Frage ist berechtigt, was macht eigentlich, während solcher dramatischer Sekunden, was macht eigentlich der Fußballgott?
Ja, ja, das Fußballwochenende war einfach. Unglaublich. Um nicht zu sagen. Unglaublich. Manche meinen aber auch. Grausam, es ist grausam. Also eigentlich ist alles gesagt worden zu diesem. Unglaublich. Grausam. Tragischen Fußballendspiel. Aber ein Name fiel trotzdem immer wieder, wurde immer wieder erwähnt. Fußballgott. 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 Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott. Richtig, der Fußballgott. Ist er Münchner? Ist er ein gemeiner Sadist, der arme Schalker quält? Ist er böse und gemein? Wir sind der Sache nachgegangen. Es ist Samstag, 15.30 Uhr. Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Fußballgott hat schlecht geschlafen, ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Schlimme Darmwinde plagen ihn. Vielleicht war es doch nicht das Richtige, mitten in der Nacht Eiersalatreste zu essen. Dennoch, Fußballgott macht sich an die Arbeit. Schlecht gelaunt und griesgrämig. Das Spiel Schalke gegen Unterhaching. In Unterhaching hatte Fußballgott mal was mit einer Kneipenbedienung laufen. Er war sehr verliebt. Fußballgott findet Unterhaching klasse und donnert den Schalkern gleich zwei Tore rein. Tor! Doch einige Minuten später fällt Fußballgott ein. Moment mal, die hat mich doch mit dem Typen betrogen, dem das Fitnessstudio gehört hat. Kleine Schlampe, das macht keiner mit mir. Fußballgott ist jetzt sehr böse. Er lässt Haching nicht nur einfach verlieren, nein, sein Zorn schickt sie endgültig in die zweite Liga. Was für ein Tor? Ich bin so gut. Ich singe Haching, Haching, zweite Liga. Ist das schon schön, euch nie mehr zu sehen. Ich singe Haching. Es ist 16.15 Uhr. Fußballgott 630 Marks Hilfskraft bringt ihm Post und Bier. Hier, die Schalke für bitten. Und ein Stapel Stoßgebete von den Bayern-Fans. Und Bertie Vogt als fragen, ob er seinen Job behalten kann. Muss ich mich um alles kümmern? Leg die Post hier hin. Und Bier her. Oh ja, so ein Fußballgott hat wirklich wahnsinnig viel zu tun. Oh, das ist ja ganz was Feines. Mit den besten Empfehlungen, ihr Rudi Assauer. Na also, es geht doch. Dann wollen wir mal. So, Barbaris, dann mach mal was für dein Geld. Yilmaz eingewechselt, Heinz und Barbaris gegen Anders auf die Tor, 90. Minute. Tor. Nein, 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 die letzte Woche, die 90. Jetzt wieder, meine Herren, Barbaris, die Bayern brechen. So, Feierabend, Sommerpause. Und da Ulf Alouji vor Sergio und Schober schlägt. Ja, der Fußballgott kann wirklich grausam sein. Da Freistoß. Und Anderson drin, drin, nein, ich gebe auf. Manchmal ist er aber auch einfach nur besoffen. Ich glaube, dass Schalke ein fabelhafter Pokalsieger werden wird. Schalke wird den Pokal gewinnen, natürlich. Sind motiviert. Haben ja auch gegen Haching gewonnen und dass dann das noch passiert, das kann ja. Was ist denn eigentlich? Was machst du eigentlich da die ganze Zeit? Es steht was über dich im Spiegel Online. Wegen Fußball? Nee, wegen deiner Show, glaube ich. Harald Schmidt, schlechter Stand bei Frauen und Ossis. Also gibt es eine Umfrage. Wo steht das? Bei Spiegel Online. Die Umfrage ist, glaube ich, bei TV Today gelaufen. Was ist das schon wieder für eine Umfrage? Das ist doch alles Betrug, oder? Was ist das für eine Umfrage? Was wurde da gefragt? Ja, ob Ossis und Frauen dich mögen, glaube ich. Also die besten Moderatoren sind Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Sabine Christiansen und Jürgen von der Lippe. Natürlich. Und, ja, nichts anderes sagen wir doch. Wer ist das? Jauch? Ja auch. Gottschalk? Ja. Gottschalk. Sabine Christiansen, Platz 3? Ja. Ja. Und Jürgen von der Lippe? Ja, absolut. Nichts anderes haben wir hier. Wieso? Wo steht aber Schlechtes über mich? Nein, hier steht Entertainer Harald Schmidt. Was steht da mit Stefan Raab? Stefan Raab spaltet die TV-Gemeinde sehr stark. Mehr als zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen lieben ihn, 71% der über 50-Jährigen lehnen ihn ab. Entertainer Harald Schmidt, von 65% der jungen Altersgruppe gemocht, hat bei ostdeutschen Zuschauern 60% Ablehnung und Frauen über 50 Jahren einen schweren Stand. Ja, musst du was tun. 60% der Ostdeutschen? Ja. Und Frauen über 50? Ja. Die hat mir alle Lippi weggebürstet.
Aber diese Umfragen sind doch, wo werden die gemacht? Irgendwie auf der Straße? Oder, ja. Oder wie? Oder geht man da rum? Na, die werden von Meinungsforschungsinstituten gemacht. Ja. Frauen über 50? Ja. Steht auch was bei Frauen unter 50? Forsa hat diese Repräsentativumfrage für TV Today durchgeführt. Die ist natürlich schon zuverlässig, oder? Absolut. Wer nochmal 60% der Ostdeutschen? Ja. Und Frauen über 50? Ja. Und wie ist es mit Frauen über 50 in Ostdeutschland? Wahrscheinlich ganz, ganz schlecht. Dabei sind doch die meisten dort Cousinen von mir. Wer ist nochmal Platz 1 bis 4? Jauch? Jauch? Gottschalk? Ja, Christian. Jauch vor Gottschalk? Ja. Aber schon lange eigentlich, in diesen Umfragen. Ja, genau. Und also drittens Sabine Christiansen. Christiansen und Jung von der Lippe. Unglaublich. Hm. Sabine Christiansen, die erfolgreichste Frau im deutschen Fernsehen. Ja. Steht auch so irgendwie eine Altersgruppe so, weil sie besonders gut ankommt oder so? Nein. Nö, insgesamt. Nur bei mir steht wie immer wieder die Altersgruppe. Frauen über 50. Was gucken Frauen über 50 im deutschen Fernsehen dann, wenn sie mich nicht mögen? Kerner. Kerner. Beckmann. Bulle von Tölz. Nein, ja, das war fast nur junge Zuschauer. Ja, eben. Alpha-Team. Frauen über 50. Wir müssen in Zukunft was machen, was speziell Frauen über 50 anspricht. Ja. Was wollen Frauen über 50? Außer Sex. Ein bisschen Geborgenheit, glaube ich. Können wir noch bieten? Ja. Bisschen Musik. Wir brauchen andere Musikgäste. Ja. Roger Whittaker. Ja. Dann dieser eine da, Bocelli. Lad die mal alle ein. Ja, okay. Und zwar alle gleichzeitig, morgen. Bocelli. Ja, ich kenne dieses Gefühl, wenn auf einmal rumgetreten wird und rumgehackt. Ich habe nicht gelacht, als man hat Bert ja nicht rausgeschmissen, sondern abgefunden. Mhm. Ja. Und trotzdem war es bitter irgendwie. Hat für diesen Verein viel getan. Litti hat man extra aus Japan geholt. Wolfgang Rolf weg. Nur Toni Schumacher darf bleiben. Der letzte Arbeitstag war nicht schön von Berti Vogt und wir haben ihn mit der Kamera begleitet. So, tschö, dann Kali, ja? Hau ab, du dumme Sau, und lass dich hier nicht mehr blicken, verstanden? Ja, verstanden, ja. Sonntag, der 20. Mai 2001. Ein schöner, ein sonniger Frühlingstag. Ganz Deutschland ist glücklich. Ganz Deutschland, nein. Ein unbeugsamer kleiner Korschenbrucher muss seine Sachen packen. Tschüss, Berti. Schönen Lebensabend noch. Und bitte, Berti, nichts mehr unterschreiben, ja? Mein erster Gast wurde am Sonntag mit seinem Verein SC Magdeburg deutscher Handballmeister. Außerdem ist er zu sehen auf MTV als Moderator der Sendung Sushi. Herzlich willkommen, Stefan Kretschmer! Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Das ist ja eigentlich nicht ganz korrekt, wenn man sagt, erstmal deutscher Meister, ihr seid schon oft DDR-Meister geworden. Ja? Ich ja nicht, aber die anderen schon. Also vor mir, vor 10 Jahren der letzte Titel. Der Verein. Ja, klar. Ja. Und jetzt ist das erste Mal sozusagen nach der Wiedervereinigung. Jetzt bin ich im Handball leider nicht so zu Hause. War das eine große Sensation oder hat man mit euch gerechnet? Naja, also vor der Saison haben sich ja viele Experten irgendwie äußert und alle gesagt, Magdeburg, Schweinetruppe und die haben keinen Teamgeist und die können nicht gewinnen. Und dann haben wir sie mal alle richtig hochgezogen diese Saison. Ja. Das heißt, also, wie feiert man im Handball sowas? Ist das auch mit im Cabrio durch die Stadt fahren, mit Empfängen auf dem Rathausplatz? Hat das so eine Größenordnung wie im Fußball? Ja, in Magdeburg gibt es ja keinen Fußball mehr. Also ich meine, ich will mich jetzt da nicht äußern. Also es gibt schon Fußball noch im Oberliga-Bereich. Und durch den neuen Bürgermeister, der jetzt am Wochenende gewählt worden ist, baut man in Magdeburg ein 50-Millionen-Stadion. Und Hat es schon einen Namen? Nee. Alles für die Oberliga. Aber bei uns ist es so, dass wir schon mit Cabrios dann zum Rathausplatz gefahren worden sind. Und dort warteten dann die Fans.
Ja, wie viel? Ich sag mal so 18.000. Das ist ja großartig. Ja, fantastisch. Oder? Und Magdeburg hat doch noch 18.000 Einwohner. Also, laut Umfragen ist es ja so, dass in Magdeburg wirklich jeden Monat 1.000 Leute wegziehen. Wirklich wahr? Ist das so trist, die Situation? Ohne Scheiß. Ja. 1.000 Leute. Magdeburg ist die Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Ja. Und da ziehen mal die Leute weg. Und das, du würdest sagen, da tut sich auch nichts, also im Punkt der Arbeitslosigkeit oder so. Man kann es verstehen, dass die Leute wegziehen? Ja, wenn man also als neuer Bürgermeister als Erstes hat, also auf dem Plan hat, man baute 50 Millionen neues Stadion, dann ist man da, glaube ich, nicht so ganz richtig an der Stelle. Aber die Leute haben ihn ja gewählt. Vielleicht wollen sie das Stadion. Oder wussten sie das nicht? Das wusste doch keiner. Dass er das macht? Hat er doch verheimlicht. Hat er doch nicht gesagt. Jetzt als erste Maßnahme sagt er, ich baue ein neues Stadion. Her mit der Kohle, Arbeitsplätze werden gestrichen. So ist es doch immer in der Politik. Das finde ich aber schon überraschend. Der Bürgermeister, was hat er denn versprochen? Kindergärten, Arbeitsplätze? Selbstverständlich. Und dann sagt er, erste Pressekonferenz, jedem mal bekannt, als erstes, wie ihr sagt, Stadion. Ja. Also ich meine, er hat es ja gleich ausgenutzt in der Euphorie der Meisterschaftsfeier. Man muss sich ja vorstellen, die Meisterschaftsfeier war am Sonntag im Rathaus und gleichzeitig waren am Sonntag noch die Stichwahlen zwischen dem PDS-Bürgermeister und dem SPD-Bürgermeister. Ja. Und dann kommt die Mannschaft also so ins Rathaus in Magdeburg, Freude, trunken vielleicht, möchte man fast sagen, ja. Und dann kommt der Bürgermeister einem entgegen und sagt, Jungs, heute ist ein super Tag für Magdeburg, ihr seid Meister geworden und ich bin Bürgermeister. Und alle so, interessiert eigentlich hier überhaupt keinen. Ja. Welche Partei? SPD, PDS, SPD. Vielleicht lässt sich das mit dem Stadionbau noch stoppen, wenn das die Bevölkerung hier sieht, dass man ihn lieber abwählt oder sowas oder einfach... Wir haben ihn versucht, vom Balkon zu werfen, aber... Ja, so im Rahmen des Freudentaumels. Ist uns nicht geglückt. Wir wollten es so einbinden, als wenn es aus Versehen passiert wäre, aber... Würden Sie natürlich aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen dem Aufruf zur Kriminalität... aber ich meine, du sagst ja, es sollte aussehen wie ein Versehen. Und gut, es ist ja auch zum Glück nichts passiert, ne? Nee, man hätte es dann aber auch... Wir waren uns der Folgen schon bewusst und man hätte es auch dann mal vor Gericht als... unter Alkoholeinfluss hätte man es dann irgendwie werten können, dann wären mildernde Umstände gewesen. Oh, da gibt es ja auf riskantes Terrain. Ich kenne sowas, weil ich auch, also nicht jetzt vom Balkon werfen, aber irgendwie drunter winken, wenn gerade eine Platte abgeladen wird oder so nicht. Und das mit dem Alkohol ist eine heikle Sache. Außerdem ist es natürlich letzten Endes dann doch in irgendeiner Form Gewalt. Und auch ein Bürgermeister, der für 50 Millionen ein Stadion braucht, was keiner braucht, hat natürlich ein Recht auf... Gewalt. Vollendung seiner Amtszeit im Bett. Also ich meine, dass er eines Tages, du verstehst, was ich meine. Ja, man soll ihm eine Chance geben, meinst du? Ja, ich finde auch. Also ich glaube, wenn er es heute Abend sieht und hört, dass er zum einen dich zum so Ehren- beliebt ist. Zum, ja, dass er dich zum Ehrenbürger machen will und sich die Sache nochmal überlegt. Ich muss dich mal kurz fragen, ich habe in der Zeitung hinterher gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, also das letzte Mal bei uns warst, das war sozusagen der erste Tag, an dem du deinem Management gesagt hast, dass du jetzt mit Franziska von Almsieg zusammen bist. Ist das richtig? Das stimmt nicht ganz. Also auf der Herfahrt habe ich ihr gesagt, dass es dort etwas gibt, was mich momentan sehr verunsichert. Also, der Managerin? Ja, deine. Ja. Ich bin also zurückgekommen aus Sydney und da habe ich ja alle möglichen Zeitungen gelesen und dann nachher ist ja auch irgendwie alles aufgearbeitet worden und da stand ja dann drin, wir hätten uns dann am Versager-Stammtisch in der Mensa vom Olympischen Dorf kennengelernt, was ja auch... Versager-Stammtisch. Schönes Motto für unsere Weihnachtsfeier. Was ja auch irgendwie nicht ganz unrichtig ist. Ja. Aber wir haben uns dann halt vor dem McDonald's-Stand getroffen im Olympischen Dorf. Ja. Ihr habt euch vorher schon mal gesehen, oder wie? Noch nie. Ne. Und es ist gleich zack und eingeschlagen, oder? Ne, eigentlich ja nicht. Also, jetzt wieder so eine Aufarbeitungsphase. Nee. Jetzt hier, ja? Aber ich meine, es war natürlich nicht von Anfang an klar, dass dort was läuft. Ja. Ja, weil, ich sag mal, die körperlichen Aktivitäten im Olympischen Dorf beschränken sich dann auf die sportliche Geschichte. Ja. Ganz und gar. Ja, klar. Denn wir sind ja deswegen in Sydney gewesen. Selbstverständlich. Und dann muss ich sagen, dass später dann sich die Sache, die hat sich so entwickelt. Ja. Ja. Und als Ursache war dann dieser Versager-Stammtisch-Treffpunkt, wo noch mehrere Deutsche saßen. Also da saß eigentlich nur hier. Der war eigentlich ziemlich voll in Sydney, oder? Da saß eigentlich nirgends woanders mehr einer. Aber ihr seid natürlich ein Paar. Aber zum einen seid ihr natürlich offensiv umgegangen,
mit eurer Beziehung in der Presse auch. Und zum anderen Seite natürlich auch ein paar, was die Fantasie der Leute beschäftigt. Denn zwei solche, ich sag mal, trainierte Körper, das ist ja für den Großteil, ich zum Beispiel aus einer Ecke, wo man einfach den Kurzen jetzt nachgewiesen gekriegt hat und so weiter. Da sind natürlich, das heizt die Fantasie natürlich an, verstehst du? Und wie geht es dir, wenn du zum Beispiel so Franzi in einem Werbespot siehst und weißt, dass das ja auch auf ihre Körperlichkeit angelegt ist, dass so ein Werbespot auch so gemacht wird, weil die Fantasie der Männer natürlich da angeregt werden soll? Ja, das ist ja nun kein Werbespot für Slimfast, ja. Aber das ist ja schon für ein Produkt, was wirklich gut ist. Ja. Und diese Frau, mit der ich zusammen bin, die hat ja schon eine sensationelle Figur. Also sieht ja schon sehr geil aus. In diesem Werbespot, den du jetzt meinst, also für diese Wasserfirma aus Österreich. Das nennen sie doch, die freuen sich. Da hat sie sich ja in einer entscheidenden Situation dann doch dubeln lassen, was ich auch cool finde. Aber in dem Making-of zu diesem Werbespot, den ich gestern bei Sat.1 Blitz gesehen habe. Bei Blitz? Da hat man tatsächlich ihren Arsch gesehen. Ja. Ich habe mich natürlich darüber gefreut, weil ich habe ihn wiedererkannt und Was sagt Franziska, wenn du so in Talkshows redest und du kommst nach Hause? Ist es für sie okay? Ich komme zu Hause oder nach Hause oder was? Nach Hause. Habe ich zu Hause gesagt? Ja. Kommst du zu Hause? Woanders darf zu ich ihr ja nach Hause. Ja. Wenn du sowas, also ich meine, oder sagst du, Mensch, nicht ganz so dicke das nächste Mal in der Formulierung. Nee, also wir haben da eigentlich so unseren Stil, dass wir das schon getrennt voneinander machen, so öffentliche Auftritte. Aber wir sind ja auch regelmäßig zusammen jetzt eingeladen worden für irgendwelche Shows, das machen wir ja eigentlich gar nicht. Und jeder macht da seins. Wie es vorher war, so machen wir es auch nachher. Also ich meine, ist ja noch nicht vorbei, aber es bleibt halt dabei. Also währenddessen. Ja, aber der Eindruck war mir schon, dass es jetzt so eine Sache ist, die längerfristig ist. Also nicht so, wie das oft im Showgeschäft ist, bei Lippi zum Beispiel, der die Werbe einfach bürstet und dann wegwirft, sondern eine feste Beziehung. Das ist schon, also wir sind... Wohnt ihr zusammen? Ja, also um die Geschichte nochmal irgendwie zu erklären, ich meine, wir mussten ja damals in die Offensive gehen, weil... Da war irgendwie dann schon klar, dass wir zusammen sind und zusammen durchziehen wollen. Und da sind wir dann halt so an so intimen Orten wie im Stadtpark von Magdeburg spazieren gegangen. Ja, wo euch keiner kennt. Wo natürlich gar keiner weiß, wer wir überhaupt sind. Und da arbeiten dann ein paar Bauarbeiter und da war das Ding ja sofort rum. Also ich meine, ich habe dann von allen möglichen Leuten gehört, dass hier irgendwas im Busch ist. Und da mussten wir reagieren. Ja. Also nicht, dass hier irgendwas im Busch ist, wie du jetzt schon wieder denkst, sondern das war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so. Nee, ich hab schon richtig verstanden. Das war ja wirklich dann nur spazieren gehen. Ja. Und da sind wir in die Offensive gegangen und haben gesagt, entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Und dann, bevor irgendwelche anderen Leute das machen. Ja, natürlich, ich hab das unter Kontrolle. Ja. Kommt sie jetzt mit zum Feiern? Ihr fliegt nach Mallorca mit der Mannschaft, ja? Morgen. Mit Frauen? Ja, das ist ja auch das Problem. Ich musste heute Abend aussetzen. Feiertechnisch. Ja. Und mussten natürlich morgen diesen Rückstand wieder aufarbeiten. Das, wo ist euer Hotel auf Mallorca, im Landesinneren? Es gibt ja diese spezielle, meine Ballermann kennt sich da aus, ja, Mallorca natürlich. 1 bis 12. Schinkenstraße und so unser weiter. Hotel ist Ballermann minus 4, ja, das ist die Sportlerhochburg, das ist der Apfelsaft-Ballermann sozusagen. Das ist wirklich nur für Sportler, wir trinken dort Apfelsaft und die Hardcore-Sportler trinken da Apfelsaft-Schorle sozusagen. Ja. Und die sagen, jetzt werden sich einige fragen, was ist der Reiz da dran, irgendwie, da passiert ja nichts, da geht es keinem schlecht am nächsten Tag. Ja. Man muss sich dabei auch vorstellen, also teilweise ist Ballermann minus 4 durch diese Apfelsaft-Geschichte ein viel größerer Dünnschiss Problematik am nächsten Tag. Und das ist eigentlich auch der ganze Kick, wo du am Morgen dann aufstehst und sagst, oh, geht's mir wieder schlecht, Mensch. Ja. Das ist Ballermann minus 4, da sind die Sportler, da sind wir. Mit Frauen, ohne Frauen? Ohne Frauen. Um das also ist eine reine Mannschaftsfahrt, wo nochmal am Ende der Saison gesagt wird. Auch nochmal in Ruhe ein bisschen Bilanz gezogen wird. Wer das ganze Jahr zusammen duscht, der kann auch nochmal zur Mannschaftsfahrt fahren. Genau. Ja. Mein Lieber, das war sehr schön bei uns. Komm bald wieder. Viel Erfolg weiterhin. Und wir drücken die Daumen. Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Ist das richtig? Also schon vorbei. War schon? Das ist nicht bei die nächste Weltmeisterschaft irgendwo. Da haben wir doch auch versagt. Ich habe gehört, du kannst jetzt kurz feiern und musst dann sofort zu einer Welt- oder Europameisterschaft. Ist das falsch? Nee, also ich könnte jetzt kurz feiern. Die nächste Europameisterschaft ist nächstes Jahr im Januar. Bis dahin habe ich ja Zeit, dann noch ein bisschen zu feiern. Entschuldige, aber das ist, ich glaube, jetzt sind 90% der Ossis gegen mich.
Aber selber schuld. Ich dachte, es war für den Fehler. Entschuldige. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Steffen Kretschmer und gleich Mike Krüger.